Es soll aber noch eine Sache geben. Eine gewisse Jagd nach Gegenständen. Ach, guck mal, hier ist die Maske auch vom Opferlamm. Ach, guck. Und hier haben wir's. I hope I will have a chance for revanche with you, Monsieur Lupin. Doch, Lupin hat uns also auch besucht hier. Also, das Gemälde haben wir jetzt somit. Ist hier noch was? Ach, guck an. Das war's. Okay, am Schreibtisch oben. Wir haben einmal einen Brief. Brief von Mycroft. Kleiner Bruder, du hast dich darüber beklagt, dass dir langweilig ist und du dir gerne mit einem Spiel Zeit vertreiben würdest. Nun, ich habe mir ein Spiel für dich ausgedacht, das deinen Geist auf Trab halten und dir auch das ein oder andere über die Welt beibringen wird. Ich habe einige wertvolle Münzen aus deiner Sammlung an verschiedenen Orten auf der Insel versteckt. Das Symbol auf diesem Brief wird dir bereits aufgefallen sein, ebenso wie die beiliegende Karte. Du musst an den auf der Karte eingezeichneten Orten nach dem gleichen Symbol suchen. Du findest sich eine Metallrolle, die eine Nachricht enthält, mit deren Hilfe du einen deiner Münzen finden kannst. Teil mir mit, was du gelernt hast, sobald du sie alle gefunden hast. Ich bin gespannt, wie schnell du meine kleinen Rätsel lösen kannst, Mycroft. Oh, no, 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 no. We won't let this stand, right, Sherry? Oh, it's going to be difficult. The sands of time, you know? Some things may have changed, but you're right. We can't let Mycroft win. Münzsammlung. Mycroft versteckte einst einzigartige Münzen aus meiner Sammlung an verschiedenen Orten auf der Insel. Mein Vater hatte diese Münzsammlung vor langer Zeit angelegt und ich hatte sie nach und nach erweitert. Mein Bruder meinte, dass die Suche nach den Münzen unterhaltsam wäre und dass ich dadurch auch einiges über die Welt lernen würde. Leider gelang es mir damals vor meiner Abreise aus Cortona nicht, alle Münzen ausfindig zu machen. Und sie befinden sich nach wie vor quer verstreut auf der Insel. Ah, okay. Ich erinnere mich jetzt wieder daran, dass ich mich damals ziemlich darüber geärgert habe. Mycroft hinterließ mir eine Karte, auf der er einige Stellen für mich eingezeichnet hatte. An jeder dieser Stellen hinterließ er eine Nachricht mit Informationen darüber, wo er eine der Münzen versteckt hatte. Ich finde diese Nachrichten, wenn ich nach dem gleichen Symbol Ausschau halte, das sich auch auf Mycrofts Brief befindet. Alles klar? This book, where I kept my collection of coins, it used to be bigger. Für so eine Sammelsache wollen sie keine Achievements geben? Seltsam. Okay, Cortona Geschichten. Dieses Symbol. Ich speichere mal. Und wir gucken auf die Karte. Ist das schon eingezeichnet? Ja, ist schon eingezeichnet. Wie viel sind es denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, und wir finden uns bei Münze Nummer 1 hier auf dem Friedhof von Cortona. Und an diesem Grab mit der Spitze finden wir wieder eine Rolle. Versteckte Münze Nummer 1. Am 18. August um 22 Uhr traf sich Agent D. der britischen Krone, getarnt als italienischer Spion, mit einem Maulwurf. Das Treffen fand genau dort statt, wo du gerade stehst. Der Maulwurf sollte dem italienischen Spion einen streng vertraulichen Brief aushändigen. Um 22.03 Uhr wurde der Maulwurf misstrauisch, schoss zweimal auf unseren Mann und floh über die seitliche Holztreppe vom Friedhof auf die Straße im südlichen Teil von Miners End. Um 22.04 Uhr vermeldete Agent A., der die Kreuzung nahe des Haupteingangs des Friedhofs überblickte, dass der Flüchtende hier nicht vorbeigekommen war. Um 22.05 Uhr vermeldete Agent B. an der Kreuzung Ripper Street und Harbour Avenue ebenfalls, dass er hier nicht vorbeigekommen war. Dasselbe wusste um 20.06 Uhr Agent C. an der Kreuzung Morland Road und B Lane zu berichten. Um 22.08 Uhr ergriffen unsere Männer den Maulwurf unter der Brücke östlich des Treffpunkts. Wir suchten ihn, aber er trug den Brief nicht bei sich. Um 22.09 Uhr traf ich am Ort des Geschehens ein. Ich nahm den Verdächtigen genauer in Augenschein. An seinen Fingern wies er frische, kleine, unregelmäßige Schnitte auf und seine Kleidung roch stark nach Fisch und Schweiß. Um 22.11 Uhr fand ich den Ort, an dem er den Brief versteckt hatte. Dort findest du nun die Münze. Alles klar, das wird also eine kleine Schnitzeljagd. Also, wir sind hier gestartet.
Er floh über die seitliche Holztreppe vom Friedhof auf die Straßen im südlichen Teil von Miners End. Okay, über die seitliche Holztreppe vom Friedhof auf die Straßen. Hier. Südlicher Teil, ja. Okay, jetzt haben wir hier eine Kreuzung. Ja? So. Ich nehme an, wir können das anpinnen. Gut. Können wir auch... Okay, wir gucken mal nach. Kreuzung nahe dem Haupteingang des Friedhofs. Hier war er nicht vorbeigekommen. Da ist er nicht vorbeigekommen, also hat er einen anderen Weg genutzt. Okay. Kreuzung Ripper Street und Harbor Avenue. Hier ist er auch nicht vorbeigekommen, alles klar. Kreuzung Morand Road und Bean Lane. Hier ist auch nicht vorbeigekommen. Das bedeutet andersrum, dass er hier die Ripper Street lang gelaufen ist, zur Morand Road und dann hier irgendwie entlang geschlurft ist. Nach einer Weile der Suche habe ich es gefunden. Und zwar hier ist ein Schmerzfisch. Relativ am Eingang dessen. Ich bin ja eigentlich hier davon ausgegangen. Und wenn man hier reingreift. 12 Zucchini, first ever minted. This was part of father's original collection. He won it at an auction in Barcelona, the same year I was born. Antonio Manuel de Vilhena, the grandmaster of Malta, one of the first to mint his own coin. They were rather short-lived, unfortunately. Sehr schön. Haben wir das auch gefunden? Erstaunlicherweise kriegen wir dabei auch jetzt eine Sammlung hier von den Münzen. Sehr gut, dann geht's als nächstes zu Münze Nummer 2. So, wir sind am Ort angekommen, wo theoretisch der Hinweis für die nächste Münze sein soll, nämlich hier in Miners End, in diesem kleinen Hinterhof. Und da sehen wir bei der Tür was liegen. So, es ist erstaunlich, wie sich die Sprache bei verschiedenen Menschengruppen unterscheiden kann. Selbst wenn sie alle auf derselben kleinen Insel leben. Der Erfolg oder Misserfolg einer Mission hängt nicht selten davon ab, ob man im Gespräch mit bestimmten Menschen die richtigen Worte benutzt. In Miners End gibt es zum Beispiel drei Straßen, die unter der Bevölkerung alle denselben Namen tragen. Blutstraße. Die Aristokraten bezeichnen eine Straße als Blutstraße, weil dort eine Frau lebt, die bei einer ungewollten Schwangerschaft aufgesucht wird. Bei der Bande Die Wölfe ist eine Straße als Blutstraße bekannt, weil es der Bande nicht gelingt, ihr Territorium über diese Straße hinaus zu erweitern. Immer wieder wird sie von der Gruppierung Die Rechtschaffen zurückgedrängt, die wir aus dem ersten DLC kennen. Und auch bei den Fischern gibt es eine Blutstraße, da viele von ihnen auf den Klippen in der Nähe der Straße den Tod fanden. Zwischen diesen drei Straßen befindet sich ein Häuserblock und auf der Veranda eines dieser Häuser unter einem losen Brett ist die Münze versteckt. Okay, also, Blutstraße, weil dort eine Frau lebt, die bei einer ungewollten Schwangerschaft aufgesucht wird. Also eine Ärztin, beispielsweise. Die Wölfe, da muss man wahrscheinlich in der Nähe die Rechtschaffen finden. Und Klippen in der Nähe der Straße den Tod finden. Okay, zumindest eine Sache habe ich gefunden, indem ich mich als Arbeiter verkleidet hatte und geguckt hatte, ob irgendjemand die Bezeichnung Fischer trägt. Da habe ich zumindest das dritte erledigt. Nämlich bei den hiesigen Fischern gilt die Hound Road als Blutstraße. Das habe ich hier beim Friedhof gemacht. Ich suche jetzt mal Anhänger von dieser Wolfsgang. Hast du ein Tattoo? Nein. Edelmann hat nicht funktioniert. Ich dachte, der Wirtschaftsprüfer hilft mir, aber da war ich nicht Edelmann. Nicht genug. Ich melde mich, sobald ich den nächsten habe. So, ich habe jetzt das Schlägeroutfit an und hier habe ich noch einen Schläger getroffen. Also das Gute ist, man kann die erkennen, zumindest von der Gruppierung her. Hier, Wolf-Tätowierung. Mal gucken, ob er mir was sagen kann. Help me, please. Hey, you're a lucky man. I know about this.
Die Bande, die Wölfe, bezeichnet die Bridge Road als Blutstraße. Bridge Road. Hound Road ist hier. Bridge Road ist hier. Na gut, hier, wenn man die beiden Straßen hat, kann es ja eigentlich nur noch hier drin sein. Die Frage ist nur, ob wir trotzdem noch die Pole Lane bekommen. Das würde ich natürlich begrüßen. Aber Aristokraten, ich muss wirklich sagen, ich habe noch keinen gefunden, ja, der mit mir reden wollte. Ich suche mal weiter. Okay, ich habe es gefunden. Ich habe jetzt keinen Aristokraten mehr entdeckt, aber genau an der Stelle, wo ich hier stehe, haben wir ja diesen Block mit den Häusern, die von drei Straßen eingegrenzt werden. Und hier ist bei diesem Haus gibt's hier eine lose Stelle und da finden wir eine Münze. 30 Tari. This coin was once stolen from father. Many years later, Mycroft found it in a private collection and persuaded the owner to return it. This coin depicts Hompesh, the last Grand Master of the Order to govern in Malta. I believe this coin was minted during the French occupation. Sehr gut, damit haben wir die gefunden und begeben uns zu Münze Nummer 3. So, und wir sind bei Nummer 3 der Münzen angekommen. Hier in Grand Serail, südöstlich von der St. Nikolaus-Kirche. Auf dem Grundstück, wo auch der gute Alonso sowas aufgeführt hatte, ist der nächste Behälter. In Grand Serail gibt es zwei Orte, an denen Vandalen den Polizeistreifen der Gegend lange Zeit das Leben schwer gemacht haben. Der erste Ort befindet sich dort, wo diese Nachricht liest. Okay. Der zweite Ort, ein ähnliches Bauwerk wie dieses, befindet sich unweit der Kreuzung Vernon Street und Baskerville Street. Gegen Mitternacht hinterließen Vandalen immer wieder an einen der beiden Orte Optionen Wandschmierereien, die Mitglieder aristokratischer Familien zeigten. Ich beschäftigte mich mit diesen Vorfällen und stieß dabei auf folgende Auffälligkeiten. Welchen der beiden Orte die Vandalen für ihre Wandschmierereien wählten, hing davon ab, in welche Richtung die Polizeistreife unterwegs war. Wann immer sie von der Polizeiwache ausgehend in Richtung Yachtclub unterwegs war, stieß sie am zweiten Ort auf Wandschmierereien. War sie jedoch in die entgegengesetzte Richtung unterwegs, befand sich die Wandschmierereien am ersten Ort. Es liegt auf der Hand, dass sich die Täter irgendwie untereinander verständigten und so wussten, welche Route die Streife nehmen würde. Zwischen beiden Orten jedoch kein Sichtkontakt besteht, mussten sie für ihre Kommunikation eine Art Zwischenstation gehabt haben, an dem die Warnung eines Ortes einging und an den anderen Ort weitergeleitet wurden. Ich habe die Münze an diesem Kommunikationsknotenpunkt versteckt, in ein Objekt, das sie für ihre Kommunikation genutzt haben. Okay, dieser Ort, und was haben wir als zweites noch gerade gehabt? Unweit der Kreuzung Vernet Street, Baskerville Street. Okay. Vernet Street, Baskerville Street. Das heißt, wir sind hier einmal und dann gibt es hier wahrscheinlich irgendwas. Bedeutet das irgendwo hier in der Mitte was sein sollte? Das heißt also, wir werden hier diesen Mittelbereich wahrscheinlich absuchen, vielleicht erhöhter Posten, irgendwas und da werden wir die Münze finden. Okay, das war sogar ganz einfach gewesen, weil ich stehe hier gerade auf dieser kleinen Brücke, nördlich von dieser St. Nikolaus-Kirche, von dem Punkt. Und wenn ich runterschaue, sehe ich das eine Gebäude. Wenn ich hochschaue, kann ich das andere erblicken. Was andersrum bedeutet, dass die hier auf der Brücke standen wahrscheinlich und einfach ein, zwei Leute Wache gehalten haben und vielleicht die Gaslaternen an und ausgeknipst oder so. Und hier sehen wir auch, ist eine Münze, die natürlich jetzt seit Ewigkeiten schon da liegt. One of a kind made as a proposal to the British Secretary of State. This design was rejected and all successive copper coins had a seated figure of Britannia. A British grain to replace the Habber on Malta. Mother had a relative in the Maltese government who gave this unique coin as a wedding gift. Und damit haben wir schon vier Münzen. Okay, dann auf zu Münze Nummer 4. So, ich bin hier an Münzposition oder an Hinweisposition Nummer 4 angekommen. In Grand Serail im Osten
Und wenn man hier hochgeht, übrigens hier sieht man auch das Zeichen, hat man hier oben den kleinen Zylinder. In der Nähe dieses Gebäudes, dem Fundort dieser Nachricht, trug sich einst etwas zu, das mir zeigte, wie launisch das Glück doch sein kann. Ich sollte hier eine Kontaktperson treffen, die die Namen einiger hochrangiger ausländischer Spione beim Militär auf Cordona kannte. Ich wartete im Gebäude und hörte plötzlich in der Ferne einen Schuss. Ich spähte die Vordertür hinaus und sah meine Kontaktperson tot auf der Straße liegen. Ich ging hinaus und nahm die Verletzung des Mannes in Augenschein. Dem Eintrittspunkt der Kugel nachzuurteilen, war aus nordwestlicher Richtung erschossen worden, und zwar aus deutlich erhöhter Position. Der Schütze hatte großes Glück, da er mit seinem Schuss eine Arterie getroffen hatte, was dazu geführt hat, dass das Opfer innerhalb von Sekunden gestorben war. Es gelang mir recht schnell, die Stelle ausfindig zu machen, von wo aus der Täter geschossen hatte. Ich rannte in die Richtung und sah, wie ein Polizist einen Mann mit zerzauster Kleidung vor dem Tor in der Vernon Street routinemäßig kontrollierte. Auf seinen Händen befanden sich Rückstände von Schießpulver, daher verstand ich, dass er der Schütze gewesen sein musste. Auf meine Bitte hin wurde er schließlich von dem eifrigen Polizisten festgenommen. Es war reiner Zufall, dass der Polizist jemanden routinemäßig kontrollierte, der erst vor wenigen Momenten jemanden umgebracht hatte. Ein Zufall, der zeigt, wie launisch das Glück doch sein kann. Der Schütze trug jedoch die Tatwaffe nicht bei sich. Da ich wusste, von wo aus er geschossen hatte und wo er von den Polizisten aufgehalten worden war, gelang es mir schnell, das Versteck der Tatwaffe zu finden. Dort wirst du auch deine Münze finden. Suche zwischen den Wurzeln des kleineren der zwei Bäume. Okay, gehen wir erstmal davon aus. Also im Nordwesten. Und dann vor dem Tor in der Vernon Street. Okay, also hier Nordwesten. Wo ist Nordwesten? Da. Ich lief hinaus. Nordwesten. Erhöhtes Gebäude. Der Turm dort. Okay. Der Kirchturm nehme ich an. Ja. Und Vernon Street. Ist hier. Bedeutet, das muss irgendwo hier dazwischen sein, wo sich die Münze befindet. Na gut, ich bewege mich mal dahin. Okay, das war wirklich einfach gewesen, denn wie gesagt, Kirchturm und Vernon Street, das heißt hier dazwischen. Und hier gab es ja den Banditenunterschlupf, deswegen wusste ich, dass man hier reingehen kann. Und siehe da, hier beim Baum liegt was. An Actor, called Asper by the British. One of the first Ottoman silver coins dating back to the 15th century. They minted them in Serbian Despotate. It bears a Tura, a unique calligraphic seal of a sultan. Mycroft received this coin as a gift from a prominent Turkish family in Cordona for some favor. Gut, dann auf zur nächsten Münze. So, hier sehen wir das schöne CH und befinden uns in Scaladio, etwas nordöstlich von der St. Peterskirche. Und hier in der Vase ist wahrscheinlich der nächste Zylinder. Alright, no sign of a hint. The vase was broken recently though. Perhaps the vandal left some tracks. Ah, okay. Wird alles mal getestet sozusagen. Alle Fähigkeiten, die wir so haben. Spannend. Wir untersuchen den ganzen Tatort nochmal. Hinterließen Sie Spuren am Tatort. Lass mal vielleicht da drüben gucken. Das sind alles nur Menschen, die dort gerade sind. Da brauchen wir vielleicht doch unsere Sicht. Achso, ich glaube, wir brauchen bestimmt die richtige, richtigen Hinweis. Hier. Guck an. Krallen. Looks like our little vandal is a dog. Let's see where he went. Ah, da, Hundi. Da läuft der Gute.
Das heißt, wir müssen aber einmal auch unsere Mischfähigkeiten testen. Wenn bei jeder Münze so ein bisschen was von uns verlangt wird. Kompass, Verkleidung. Und so weiter. Hier jetzt das Verfolgen der Spuren. Okay, hier ist es. Gut, gefunden. Der Zeppelin. Erfüllt die auf der Insel ansässige britische Bevölkerung mit Stolz. In der Stadt gibt es zwei Orte, an denen unsere Landsleute gerne zusammenkommen, um sich Kaffee trinken zu unterhalten und dabei den Einheimischen überlegen zu fühlen. Beim dieser Orte handelt es sich um den Platz, auf dem ich diese Nachricht versteckt habe. Der andere Ort befindet sich unweit eines Gasthauses, das bei Fremden sehr beliebt ist, die Freunde und Verwandte auf der Insel besuchen. Zwischen diesen beiden Orten befindet sich eine Brücke. Hinter einem der Ziegelsteine unter der Brücke habe ich deine Münze versteckt. Ein Gasthaus, das bei Fremden sehr beliebt ist. Okay, wir sind... Der Ort war eigentlich hier gewesen, genau. Ein Gasthaus. Ich meine, Gasthäuser haben wir, glaube ich, schon viel aufgedeckt. Deswegen... Was nehmen wir denn da? Warte mal, können wir das vielleicht nochmal... Ach so, warte mal, wir können Personen befragen. Sehe ich gerade. Da, Personen befragen, gut. Dann befragen wir mal Leute. Sieht's aus, but... Excuse me, just one question. I'll help you, sir. You have my full attention. Das Gasthaus befindet sich an der Kreuzung Class Street und Queen Street in Galadio. Scaladio. Class und Queens. Ja, gut, ja. Das ist. Ja, Class. Ich meine, es muss ja irgendwie dazwischen eine Brücke sein. Class und Queen, na gut, wir müssen die Straßen suchen, das hilft ja nichts weiter. Grenze ist hier, ja. Hier ist Queen, Class. Das wäre das. Ja. Okay, müssen wir sogar später hin. Und wie war das jetzt formuliert? Zwischen diesen beiden Orten befindet sich eine Brücke. Hinter einem Ziegelstein und der Brücke habe ich deine Münze versteckt. Achso, ich habe die ganze Zeit in der wirklichen Brücke gedacht, also über Wasser. Das heißt, wir gehen mal hier diese Straßen entlang und schauen mal, ob wir damit etwas finden können. Also wir gehen runter und die nächste rüber. Wir müssen jetzt zumindest da schon eine Brücke erkennen können. Noch eine weiter. Da ist eine Brücke. Perfekt. Und hier haben wir es. Sehr gut. Also, ihr nehmt einfach von dem Ort hier bei der Redbeard Road und Bazaar Road, dort an der Kreuzung und da unten gibt es die Münze. Kurush or Piaster. A large silver coin, now replaced by the gold lira. Suleiman II minted them, part of his attempt to revive the failing economy. This coin was gifted to me by Mycroft. He told me that he won it in a game of cards, but I can hardly see Mycroft playing, well, anything. Er spielt halt meistens gar nicht. Gut, wir gehen mal zur nächsten Münze. So, wir befinden uns beim Hinweis Zylinder Nummer 6. Etwas nordöstlich vom Legacy Theater. Hier, in der Astgabel. Im Laufe der Jahre stellte ich bei meinen Ermittlungen fest, dass Leute, die in dubiose Geschäfte verwickelt sind, eine sonderbare Obsession für Hintereingänge haben. Sie
scheint zu glauben, dass sie an ihrem geheimen Treffpunkt für neugierige Blicke unsichtbar sind, wenn sie nicht den Vordereingang benutzen. Eine weitere Gemeinsamkeit, die viele Verschwörer haben, ist eine große Leidenschaft für die Kunst. Das Legacy Theater im südlichen Teil von Scaladio ist daher ein begehrter Treffpunkt für intrigenspinnende Halunken. Ich habe Stunden damit verbracht, den Hintereingang dieses Theaters mit einem Fernglas zu beobachten, und so entging mir nicht, wer wann die Treppen hinauf und hinab ging. Nach einigen Wochen konnte ich wiederkehrende Muster erkennen, was schließlich in unauffälligen Verhaftungen resultierte. Ich habe eine deiner Münzen in einem Spielzeugboot versteckt und es unter meinem Beobachtungsposten schwimmen lassen. Keine Sorge, ich habe das Schiff an einem schweren Stein angebunden, damit es nicht davon schwimmt, zumindest nicht allzu weit. Also, mit einem Fernglas den Hintereingang des Theaters. So, gefunden. Und zwar, es ist nicht an einer aktuellen Wasserstelle, sondern es gab hier einen Kanal. Und schaut mal, es ist dieser hier. Damit kann man es auch überblicken. Vorne ist ein Boot, wo John gerade paddelt und Drunken Sailor singt. Und hier haben wir, beziehungsweise seine Waffe, ein Spielzeugboot. A Zecchino of the Republic of Venice. This one dates back to Marino Faliero, who was executed for attempting a coup. Big ambition, poor organization. One wealthy collector wanted this coin so badly that he dared to intrude upon my father's funeral to convince mother to sell it. Mycroft showed him the door. Zu Recht. Gut. Nochmal für alle vielleicht, der gute John. What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor early in the morning? Und mit diesen schönen Worten geht's zur nächsten Münze. So, wir sind bei der nächsten Stelle angelangt. Und zwar hier in der Altstadt, versteckte Münze Nummer 7, nördlich von der Karawanserei Gul Afshar. Da sehen wir das Symbol wieder. Und hier oben ist was. Es ist nicht leicht, den Menschen dieser Kultur näher zu kommen, Sherlock. Es dauert eine Weile, bis ich mit der Mentalität der Bewohner der Altstadt zurechtkam, da sie Fremden gegenüber nicht besonders offen sind. Das Haus Ramir zum Beispiel. Die Familie verlor an Einfluss und nun hat das Haus des Adlers auf der Insel die Oberhand, das sich an die britische Herrschaft anzupassen wusste. Die Ramirs hingegen verweigern sich nach wie vor jeglicher Veränderung. Ein Jammer, da sie den besten Kaffee im gesamten Mittelmeerraum herstellen. Ich kaufe am Morgen immer meinen Kaffee in dem Laden, der von Arbeitern der Ramirs beliefert wird, und schlendere dann eine nahegelegene Straße, von der aus man einen direkten Blick auf einen großen Turm hat. Langsam Schrittes gehe ich stets, um das ruhige Treiben der erwachenden Stadt zu genießen. Vor einem großen Holztor, das sich auf der Straße befindet, biege ich danach links durch einen Torbogen ab, der zu einem Hof führt. In dem Hof setze ich mich immer unter einen großen Baum, um meinen Kaffee zu genießen und in heimlichen Gesprächen auf dem Balkon über mir zu lauschen. In den Wurzeln dieses Baumes findest du deine Belohnung. Ich nehme stark an, dass wir erstmal rausfinden müssen, wo das Café ist. Und dazu sollten wir uns bestimmt etwas einheimisch kleiden. Zum Beispiel so. Is this familiar to you? Brother, you're fortunate I know something. Ah, sehr gut. Der Kaffeeladen befand sich in der Bazaar Road zwischen der Karawanserei Gul Afshar und der Imam Zahir Moschee. Bazaar zwischen. Okay, also zwischen hier und hier. Dann reisen wir nochmal runter und gucken mal nach, ob wir den finden. Wir müssen nach Westen. Da ist die Moschee. Salam. So, wir brauchen eine Straße mit direktem Blick zu einem großen Turm. Das wird sie sein. Ja, das wird sie sein. Okay. Also. Wir gucken nochmal unweit. Auf der Straße wiederum befindet sich ein großes Holztor. Wenn man vor dem Tor links abbiegt. Das ist, dann kann es nicht das sein. Ein großes Holztor. Das große Holztor wird es sein. Okay. Wir biegen vor dem großen Holztor links ab. Durch den Torbogen geht. Jo. In einen Hof mit einem großen Baum. Da ist ein Baum. Da ist ein Baum.
Ist hier auch irgendwo der Balkon? Ja, na gut. Hier finden wir auf jeden Fall die Münze. Also, ihr findet die Münze an der Stelle. An ancient silver grosso. It was first introduced under Doge Enrico Dandolo and quickly became a dominant coin of Mediterranean commerce. Hm? Mycroft returned with this coin from Venice. It was a long trip, but I don't remember any stories. Mycroft never talked much about any of his trips. Und damit gehen wir dann zum nächsten. So, wir sind also am ersten Ort bei der Münzsammelei angekommen. Versteckte Münze Nummer 8. Hier finden wir ein Zylinder. Der ist natürlich noch nie geklaut von irgendjemand anderem. Versteckte Münze Nummer 8. Das traditionelle Kaffeehaus. Gelenexel Caveniane. Ist ein beliebter Ort, um sich mit anderen Familien zu unterhalten und die aktuellen Neuigkeiten zu erfahren. Alle Einheimischen finden sich hier ein und in diesem Kaffeehaus auf Cordona genießen sie den Schutz des Hauses des Adlers. Ah, Adler. Alles klar. Hat man ja in der Mycroft-Mission auch zu tun. Obwohl die Lage zwischen dem Haus des Adlers und dem britischen Militär halbwegs entspannt ist, haben die Einheimischen für eine Art Sicherheitssystem gesorgt. In direkter Umgebung des Kaffeehauses wurden Symbole angebracht, bei denen sich entweder um einen zunehmenden Mond, einen Vollmond, den habe ich gerade eben gesehen, als ich hergekommen bin, oder einen abnehmenden Mond handelt. Sollte es einmal zu Problemen kommen, folgen die Einheimischen einer bestimmten Abfolge der Symbole, um schnell in den Straßen der Altstadt zu verschwinden. Folge dem natürlichen Zyklus des Mondes, beginnend mit dem zunehmenden Mond, und wiederhole diese Abfolge, bis du das Symbol auf einem Baum erreichst. Das Symbol, okay? Dort findest du in der Wurzel deine Münze. Könnte doch hier schon losgehen. Zunehmender Mond. Vollmond. Oh, das ist ja toll. Jetzt haben wir zweimal zunehmender Mond. Da sehe ich hier noch ein Zeichen. Hier lang gehen würde. Okay, lass uns mal geradeaus gehen. Zunehmend. Voll. Geht ja auch nur. Hier ist jetzt abnehmender. Also wir nehmen so zunehmender Mond. Da es auf der Seite ist, könnte es so sein, dass wir einfach die Richtung weitergehen müssen. Hier haben wir den zunehmenden Mond. Da ist zunehmender, wir brauchen aber Vollmond. Da hinten ist Vollmond. So, Vollmond haben wir jetzt. Das ist wieder zunehmender Mond, wir brauchen aber... Das ist dort, also müssen wir auf die Gegenseite laufen, vermutlich. Heieiei. Okay, also wirklich, man läuft hier ein bisschen blind durch die Gegend. Also ich hatte jetzt Vollmond gehabt. Trauer ist abnehmenden Mond. Hier ist abnehmend. Vollmond. Tja, eine gute Frage. Wenn das hier ist, was heißt denn das hier weitergehen? Wo soll das schon der Hinweis sein, dass wir hier den Baum irgendwo finden müssen? Hier ist es doch. A yellow boy or guinea. This coin was minted from the gold mined on the Guinea coast of Africa. It's considered a more gentlemanly currency than the pound. Huh, rarity.
I don't remember how this coin got into the collection. It must have been a late addition by Mycroft. Yay, erste Münze gefunden. Okay, dann würde ich sagen, da die doch eine Nummerierung haben, lass uns die Nummerierung abgehen. Das ist die 8, das ist das erste gewesen, aber ich denke, damit kommt jeder klar. Und wir gehen als nächstes mal zur 1. So, wir sind bei Münze Nummer 8 angekommen. Ne, 9 sogar schon. Und zwar hier in Silverton im Nordosten, nördlich des Banditenunterschlupfs. Hier gerade in diesem kleinen Innenhof gibt es hier ein Fenster. Diesen kleinen Behälter. Von den Minen in Miners End ausgehend verlaufen Schienen bis nach Silverton. Ich habe diese Münze dort versteckt, wo die Schienen auf das Meer treffen. Von den Minen Miners End ausgehend verlaufen Schienen bis nach Silverton. Ja. Man kann den hier folgen. Auf das Meer treffen würde ich mal das bezeichnen. Das heißt, da gehen wir gleich mal hin. Und schauen mal. Das wäre ja sehr einfach, wenn es nur das wäre. Wenn ich nur schlüpft, brauche ich nicht reingehen. Das Geld habe ich schon. Was macht man eigentlich mit dem Geld? Kauft man sich jetzt die ganzen tausend Verkleidungen noch in dem Spiel? Oder wird da mit dem DLC irgendwas noch eingeführt, wo man sagen kann, okay, dafür hat es sich gelohnt, Geld noch aufzuheben? Silbertransporte, die hier geschickt wurden. Genau, hier Tamos. Also an der Stelle potenziell. Und genau an der Aprilbock. Aber die Münze, das war einfach. A real English double florin. This one is from the 14th century. I think they discovered two of them in the River Tyne. No others are known to exist. Mother's shrewd deduction revealed an archaeological El Dorado back in England. This coin was just a part of what she and my father dug up. Okay, und dann gehen wir zu Münze Nummer 10. So, wir sind bei Münze Nummer 10 angekommen. Vielleicht ist das die Finale. Und zwar auch hier wieder in Silverton, nördlich der Eisenbrücke diesmal. Und hier ein bisschen versteckt bei den Truhen oder Kisten. Gibt es. Jeder gute General weiß, dass sich Soldaten von Zeit zu Zeit richtig amüsieren müssen. In Silverton befindet sich eine stillgelegte Lagerhalle, in der Soldaten zum Glücksspiel zusammenkommen. Dieser Ort ist sowohl bei Soldaten als auch bei Offizieren wohl bekannt und wird von ihnen Club der Schwarzen Gänse genannt. Ich habe die Münze in der Lagerhalle versteckt und um sie zu finden, musst du immer auf Schwarz setzen. Mhm. Sehr gut. Geht am besten zu der Kneipe in Silverton, wo wir auch schon mal waren für eine Quest. Als Matrose und da sind genug Matrosen, die einen helfen können. Der Club befand sich in einer Lagerhalle in der Grand Street, nordöstlich der Kreuzung mit der Ebenet Street. Der Club wurde bereits vor langer Zeit aufgelöst, da General Ridley den hiesigen Garnisonstruppen größere Freiheiten bei der Wahl ihrer Freizeitbeschäftigung zusprach. Okay, Grand Street, nordöstlich der Kreuzung mit der Ebenet Street. Okay, ein bisschen Grand finden. Hier. Wäre das. Okay, dann gehen wir mal. Und suchen mal, ob wir die Halle finden. Ist es zu früh abgebogen? Na, ich glaube, ich gehe außen rum. Ich bin mal gespannt, ob danach noch mehr Münzen kommen. Ich meine, die Sammlung wird ja immer weiter vervollständigt, die wir hier haben. Die bisher im Spiel überhaupt nicht notwendig, also relevant war. Wer weiß, was damit noch passiert. So, das war die Kreuzung, die haben wir schon gesehen. Nordöstlich, vielleicht das da drüben. Hier, guck mal an. Das könnte es sein. Okay. Ich speichere mal. Und rein mit uns. Yep, das ist es. So, this warehouse is not as abandoned as it was. I should have expected as much. Das höre ich auch, Mycroft damals in Geschichte. Auch als Kind. Don't bother moving. You've lost.
So, wer kommt? Was willst du? Au, ich wollte doch nur deinen Rücken. Also. Na toll. Kann schon mal kurz eine Runde laufen. Au. So. Ja, Entschuldigung, der ist mir reingerannt. Eigentlich müsste es auch noch so ein Ding geben, wodurch die Gegner Angst kriegen vor einem. Wozu wie man den getötet hat. Okay, ich sehe hier mehrere rankommen. Dann lassen wir den, der schnell geht. Gut. Und tschüss. Don't cry, you'll live. Give him the pepper snuff. Den durchjagen ich einfach, kann man gut mal mit. Das wird gerade ein bisschen haarisch. Okay. I couldn't miss the party. No more crime for you until next month. Don't bother moving. You've lost. Ich war genau reingerannt. Und natürlich zu spät, um das zu machen. Geil. No more crime. The snuff's ready. So, das muss ich schnell machen, dass ich das Block gekriegt. Don't cry, you'll live. You can overcome the brute now. Don't bother moving. You've lost. Das ging ja noch. So, und wo ist die Münze? Right, now, back to the coin. Ja, und da liegt sie wahrscheinlich. Letzte Seite eines Tagebuchs. Der alte Mann hat nichts mehr im Griff. Ich bin deswegen mit ein paar loyalen Männern in eine verlassene Lagerhalle in Silverton übergewechselt. Von hier aus fangen wir nochmal von vorne an. Ich brauche etwas Zeit, um alles neu zu strukturieren und mehr Männer anzuheuern. Ich glaube, den Anfang mache ich mit Big Fish und Slimmy Joe. Mit ihnen kann man immer gut zusammenarbeiten. Big Han wäre auch eine Option, weil er sich gut mit Zahlen auskennt. Ich habe in einer der Kisten eine alte Münze gefunden. Vielleicht ein gutes Omen. Ich frage mich, wer sie hier verloren hat. Cordonian Mangir, one of the last to be minted from local silver. The governor gifted this coin to Mycroft for his invaluable help. My brother added it to my collection, but the sight of it always made him frown. We've got them all, Sherry. Let's get back to the manor. I know just the room for our coins. I hope you're not suggesting my room. Münzjagd abgeschlossen. Sehr gut. Wir haben nur zwei Garderobenobjekte freigeschaltet, aber wir wollen erstmal zu Stonecroft Manor fahren. Stonewood, nicht Stonecroft. Das ist alles was anderes. Hier. Bei Minecraft. A full collection. It's somehow so satisfying. Sehr gut. Und damit haben wir auch diese Dokumente und die Sammlung mit den Münzen. Und haben damit 10 solche Münzen. Okay, und damit sind wir mit dem DLC komplett durch. Also mir wird es jetzt nicht einfallen, was noch fehlt. Ist es besser als die anderen? Boah, also die Münzjagd ist ganz nett. Von den Fällen her muss ich sagen, fand ich ein letzter Trick besser. Die waren jetzt auch nicht so lang gewesen, die wir hatten. Ich finde es schön, dass nochmal Referenz gezogen wurde auf ein
eine Person, die wir jetzt durch die Hauptstory ein bisschen kennengelernt hatten, also randmäßig, sage ich mal, als Rathausangestellter, der natürlich gleich tot sein musste, weiß ich, ohne, hätte noch mal so ein Kniff da drin sein können, deswegen dachte ich, dass das schon ein bisschen noch mehr wird. Na gut. Ist es deswegen 10 Euro wert? Naja, es sind drei Fälle halt, diese Münzjagd, und bei jeder Münzjagd ist ja noch so ein kleines Extrazeug. Unter Garderobe, was haben wir da Neues bekommen? Mycrofts Anzug. Ja. Und John der Bürokrat wahrscheinlich. Na gut. Sagen wir wirklich, es ist okay, aber es ist jetzt auch nicht überragend, wo ich sage, jo, das ist es. Also, trotzdem natürlich, es macht mir immer noch Spaß und ich finde dieses System auch gut. Aber die Fälle hätten durchaus ein bisschen länger sein können. Aber hey, vielleicht wird dann das vierte DLC nochmal ordentlich eins raushauen. Auf jeden Fall sind wir damit durch und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich werde weitere Folgen bringen, sobald das letzte DLC raus ist oder produzieren erstmal. Ich glaube, ich die veröffentliche, ist das DLC auch schon wieder ein paar Monate alt. Ja, und dann seht ihr halt alles dann am Stück. Auf jeden Fall bis demnächst, euer Lanitor. Tschüss.